Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 5. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und das ist nichts anderes als die Bewegung unserer Sonne. Das ist zwar ganz minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar macht es was aus. Und diese Präzession wird bei indischen Astrologie berücksichtigt. Also nicht wundern, dass Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten anderes platzieren als im westlichen Horoskop. Hier beim ersten Teil schauen wir die Elemente an. Wir haben vier Grundelemente und das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und alle vier ist lebensnotwendig und gleichwertig. Und die Planeten sind zu diesen Elementen zugeordnet. Zum Feuerelement ist zugeordnet die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Schütze. Und es ist aktiv. Zum Erdeelement ist zugeordnet zu Tierkreiszeichen Steinbock, die Tierkreiszeichen Stier und die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und es ist die Energie nach innen gekehrt passiv. Zum Luftelement ist zugeordnet die Tierkreiszeichen Waage, die Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und es ist auch aktiv. Die Energie geht nach außen. Und die Energie richtet sich nach innen bei Wasserelement. Und dazu gehört die Tierkreiszeichen Krebs, die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Fischen. Ich habe jedes Mal mit den kardinalen Tierkreiszeichen begonnen und die dominieren in die Elementgruppe. Und warum ist das so wichtig? Weil das ist die Gleichgewicht. Und wir sollen erstmal an unserem Energiefeld achten, dass wir im inneren Gleichgewicht bleiben und im inneren Kraft und in Ruhe liegt die Kraft. Also wir sollen ausgewogen sein und auch die Ruhe bewahren in jeder Lebenssituation. Aber wir haben Einflüsse von außen, natürlich auch um unserem Umfeld und kommt dazu noch die kosmische Energie, was nicht immer ausgewogen ist und genau das möchte ich hier zeigen. Und wir brauchen die Balance, wir brauchen die Ausgewogenheit auch bei den Elementen. Nach indischer Berechnung starten wir mit Sonne. Sonne beherrscht Sonntag und befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze hier zum Luftelement. Mond herrscht über Montag. Und Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und ich setze Mond hier zum Erdeelement. Dienstag ist von Mars beherrscht. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, aber im Grenzbereich, exakt im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Steinbock und Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze Mars hier im Grenzbereich. Mittwoch ist von Merkur beherrscht. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion ist Wasserelement. Ich setze hier zum Wasserelement. Jupiter befindet sich auch im Skorpion. Ich setze Jupiter auch zum Wasserelement.
Jupiter herrscht über Donnerstag. Über Freitag herrscht Venus und Venus befindet sich in dem Kreiszeichen Waage, gehört zum Luftelement, setzt sich Venus zum Luftelement. Saturn erdet, ist immer in die Mitte. Uranus, Neptun und Pluto hat anderen Einflüsse, gehört nicht zu den persönlichen Planeten, also bei der Elementenverteilung betrachte ich diese äußeren Planeten nicht. Wir erkennen ganz leicht, dass im Feuerelement kein Energiefeld ist. Das heißt nicht, dass wir das nicht haben, sondern die Einflüsse kommen von anderen Elementen, betont wird in der nächsten Zeit die Luftelement, weil Mars übergeht von Steinbock auf Wassermann. Mars verlässt die Erdeelement und übergeht zum Luftelement. Allerdings dieser rückläufige Venus nähert sich auch im Grenzbereich und verlässt bald die Tierkreiszeichen Waage und kehrt zum Jungfrau zurück. Also ist ganz nah zum Grenzbereich und kommt immer mehr Erde dazu. Und das bedeutet auch die weibliche Energie und Mars die männliche Energie und auch die Verhalten der Menschen beeinflusst das alles. Als erstes wichtig ist heute, diese fehlende Feuerelement ausgleichen. Und das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dann auch mutig zu sein, Kraft zu zeigen, aktiv zu werden und unsere Wut nicht unterdrücken, sondern das auch nach außen bringen, weil die unterdrückten Gefühle belasten uns. Wenn wir nicht aggressiv verhalten möchten und wir möchten vermeiden einen Streit, dann sollen wir im Wald zu gehen und mal dort schreien. Wichtig ist, dass alles rauskommt. Und das passiert, wenn wir wütend sind. Und wichtig ist, das nicht unterdrücken. Was ich hier erwähnt habe, das Mars, und das ist die männliche Energie, und das bedeutet oft auch ein Mann, was auf unserem Leben wirkt, das ist die männliche Energie, verlässt Steinbock, übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, immer mehr verlässt die Erdeelement die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, die Finanzen und die Arbeit und übergeht in Leichtigkeit. Und die Luftelement vermittelt Worten, das heißt Kommunikation. Die männlichen Personen sind immer mehr bereit, zum Leichtigkeit zu kommen und kommunizieren. Und Venus zieht sich zurück immer mehr dann in die Tage zum Jungfrau. Aber momentan befindet sich Venus noch im Luftelement. Das heißt, wir haben intensive Gefühle, Träume, Sehnsüchte, das ist spürbar. Mond aktiviert die Erdeelement, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen und immer mehr geht die Energie Richtung Luftelement, Leichtigkeit und Kommunikation und das nimmt bei männlichen Personen in die nächste Zeit mehr zu, dass sie gesprächlicher sind, kommen mehr in Leichtigkeit und als Ausgleich betrachten die Feuerelement. Und jetzt übergehen wir in den zweiten Teil. Zweiter Teil des Horoskopes, Tageshoroskop, 5. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Themen sind gerade bei den Waagengeborenen das Aussehen, die Auftreten, die Bedürfnis wahrgenommen werden, die Suche nach Wahrheit, die Selbstdarstellung. In den nächsten Platz
ist die Tierkreiszeichen Skorpion und hier sind Themen Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch die Finanzen in Ordnung zu bringen, um die Finanzen kümmern. Die nächste Platz liegt die Tierkreiszeichen Schütze und da sind Themen wie kleine Veränderungen, kleine Reise oder Begegnungen, Kontakte mit Bekannten, Nachbarn, Verwandten, Einladung, Fest. Also schon einiges in Bewegung und auch Kommunikation, Wissen aneignen oder Wissen vermitteln. Das kann auch Schulungen bedeuten. Die nächste Platz liegt die Tierkreiszeichen Steinbock. Hier ist wichtig ein gewisser Rückzug, die Ruhe, zu Hause zu sein, etwas verändern in Wohnsituation, entweder nur genießen, zu Hause zu sein oder eine Renovierung, neue Einrichtung oder etwas verschönern. Bei einer oder anderen Steinbock-Geborenen ist sogar ein Umzug möglich. Oder gründen an etwas, die Basis, die Fundament, das ist ein wichtiges Thema. Die nächste Platz liegt die Tierkreiszeichen Wassermann und hier handelt es sich um Kinder. Entweder eigene Kinder oder Enkelkinder oder ein Rückblick, Erinnerungen an eigene Kindheit. Bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, die Ideen fließen lassen, das Umsetzen im Tat, die Kreativität. Im nächsten Platz liegt die Alltag zu bewältigen, arbeiten, auch Kraft zu zeigen, sich behaupten, Pflichten nachzugehen und um die Gesundheit kümmern. Und das sind die Themen gerade bei den Fischengeborenen. Im nächsten Platz liegt die Beziehung, Partnerschaft, Beziehung, eventuell Verträgen und dieser Platz besetzt gerade die Tierkreiszeichen wieder. Dann geht die Reise weiter. Der nächste Platz sind die Wandlungen, Veränderungen, die Transformation. Aber hier gibt es auch Tabuthemen wie Sexualität und Finanzen. Erbschaft ist möglich und dieser Platz besetzt gerade die Tierkreiszeichen Stier. Und dann kommt die große Reise, Kontakte im Ausland oder ein Besuch von Ausland. Diese große Reise kann auch eine innere Reise sein, Erkenntnisse gewinnen, etwas Neues lernen oder ein Studium. Und diesem Platz liegt gerade die Tierkreiszeichen Zwillinge. Anerkennung, Ansehen, Respekt zu bekommen, die Berufung leben, das ist das wichtigste Thema gerade bei den Krebsgeborenen. Krebs vermittelt oft wie Familienbetrieb, also auch Selbstständigkeit, das kann auch ein wichtiges Thema sein. Dann kommen die Hoffnungen, die Träume, die Visionen, die Hoffnungen, aber nicht nur das, sondern Kontakte mit gleichgesinnten Menschen und Freundschaften, das sind die Themen gerade bei den Löwengeborenen. Und dann kommen wir zu Geheimnissen. Und diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Jungfrau. Das kann bedeuten, dass die Jungfrau-Geborenen haben auch ihre Geheimnisse. Bedeutet auch, dass sie gerade schweigen oder zurückziehen. Bedeutet auch, dass jemand erzählt die Geheimnisse und die Jungfrau-Geborenen erfahren diese Neuigkeiten. Bedeutet auch, erforschen die Geheimnisse des Lebens oder mal hinter den Kulissen zu schauen. Also hier kommen die Erkenntnisse. Bedeutet dieser Platz aber auch geheime Feinde? So beschreibt die klassische Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, also ich setze hier zu Tierkreiszeichen Waage. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, also ich setze Mond zum Tierkreiszeichen Jungfrau.
Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im Grenzbereich, weil Mars übergeht dann zum Tierkreiszeichen Wassermann. Was bedeutet dann für die Wassermann-Geborenen? Es wird aktiv sein oder eine männliche Person hat einen Einfluss. Eine Begegnung oder eine Versöhnung. Also ist auch möglich, das, was sich nähert. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze zum Skorpion, Jupiter auch im Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, auch im Grenzbereich, rückläufig, also kehrt zum Jungfrau dann zurück. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist rückläufig und bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Neptun ist auch rückläufig, befindet sich im Wassermann. Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das zeigt nochmal die Themen, was wichtig ist. Bei Waagegeborenen durch die Sonnenenergie, die Lebenskraft, die Klarheit, die Orientierung und die Wahrheit. Venus ist rückläufig, das bremst etwas in die Liebe, Partnerschaft, bedeutet aber auch Vergangenheit. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder karmischen Themen. Venus ist bis 16. November rückläufig, dann kommt eine Vorwärtsbewegung. Und auch in die Liebe Partnerschaft wird das spürbar sein bei den Waagegeborenen. Bei Merkur-Energie geht es um Handlungen und Gesprächen, Verträgen, hier im Bereich, wo um die Finanzen geht. Natürlich kann das auch ein wichtiges Thema sein bei Skorpiongeborenen. Das Glück ist auch da, also Gewinnchancen haben die Skorpiongeborenen, gute Investition. Aber in diesem Platz sind auch die Werte, die Selbstwertgefühl, Gespräche über Respekt oder das anzusprechen, diese Thema, dass das mehr Wertschätzung kommt und kommt durch Jupiter-Energie auch die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Bei Schützengeborenen ist Saturn, erteilt Lernaufgabe, ändert etwas im Schicksal, bringt uns Sicherheit, Stabilität. Es ist nicht immer einfach mit Saturn-Energie, weil oft haben wir da bestimmte Hindernisse, was wir überwinden sollen. Wir lernen daraus etwas und dann kommt die Pluto-Thema dazu, das inneren Kraft zu bleiben und auch die Transformation bereit zu sein, zum Verändern, auch um die Gefühle zu achten und von vieles verabschieden, loslassen, was im Weg ist. Bei Mars geht um Kraft, auch etwas durchsetzen im Leben. Bei den Steinbock-Geborenen ist wichtig, die Rückzug zu Hause in die Ruhe, weil da liegt die Kraft. Oder sie setzen ihre Kraft ein in die Wohnsituation, kann auch ein Hausbau bedeuten oder Wohnung renovieren, aber auch eine männliche Person, ein Besuch oder Thema Liebe, Partnerschaft ist auch möglich, besonders bei Steinbock-Damen. Bei diesem rückläufigen Neptun geht es um die Erinnerungen, alten Enttäuschungen. Und das kommt alles hoch, gerade bei den Wassermann-Geborenen. Bei Neptun-Energie ist nicht nur die Täuschungen und Enttäuschungen, sondern auch die Träume, auch sehr, sehr wichtig. Und das ist gerade sehr intensiv bei den Wassermann-Geborenen. Wichtig ist mit Neptun-Energie arbeiten, gerade in diesem Platz, die Träume, Visionen wahrnehmen und das kreativ umsetzen im Tat. Daran liegt auch die schöpferische Kraft. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen bei Wiedergeborenen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und diese Mondenergie beeinflusst unsere Gefühle, beeinflusst unseren Alltag.
ist auch kleinere Veränderungen möglich, also löst was aus. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und die Sonne ist die kleine Uhrzeiger. Sonne wirkt auf die Monate und Mond wirkt auf die Tagesereignisse. Diese Jungfrau Mond ist sehr gute Energie für die Steinbockgeborenen und sehr gute Energie für die Stiergeborenen. Hilft auch bei Skorpiongeborenen und hilft auch bei Krebsgeborenen. Unterstützung kommt von vertrauter Umgebung, von die Nähe. Bei die Löwengeborenen und bei Waagegeborenen ist hier eine Verbindung da. Etwas spiegelt für die Fischengeborenen, weil die liegen gegenüber und die Fischengeborenen sollen im Gleichgewicht bleiben und auf die Gefühle und auf die Intuition achten. Unsicherheit löst aus dieser Jungfrau Mond bei Wiedergeborenen und bei Wassermanngeborenen und Nervosität, Spannung löst auch bei die Schützengeborenen und bei die Zwillingsgeborenen. Welche Verbindungen haben wir noch? Sonne und Mond steht in Verbindung. Das ist die Nähe, das ist auch bedeutet auch die vertraute Umgebung, dass das Hilfe kommt, Unterstützung oder jemand tröstet uns. Also das ist schön vertraut, sehr angenehm. Sonne steht in Verbindung mit Neptun. Die Essenz ist anderes, weil Sonne ist die Klarheit und Neptun ist eher so undurchschaubar. Aber das bei diesem schönen Verbindung kann auch bedeuten, etwas klärt sich auf. Und die zwei Tierkreiszeichen, die das verbindet, ist Waage und Wassermann. Das ist eine harmonische Verbindung. Mond steht auch in Verbindung zum Neptun. Das löst eine gewisse Unsicherheit aus oder Einflüsse von außen, besonders bei Jungfraugeborenen und bei Wassermanngeborenen, wo man unsicher ist, jetzt weiß ich nicht, soll ich vertrauen oder eher nicht, sagt die Wahrheit und entspricht meine Träume oder will jemand mich etwas vortäuschen und werde ich wieder enttäuscht. Also diese Unsicherheit haben die Wassermanngeborenen und die Jungfraugeborenen. Und das war die Tageshoroskop und ich möchte noch meine Angebote erwähnen. Ich empfehle erstmal die Blitzberatungen. Es geht auch blitzschnell. Das heißt, ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, stellt euren Frage und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens im nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Ihr könnt die Horoskopen umrechnen lassen auf indischen Astrologie als Blitzberatung. Und ein Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie beträgt mein Honorar 100 Euro und es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym und etwa 1,5 Stunden erkläre ich ganz genau euren Geburtshoroskop nach diesem indischen Berechnung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben,
ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.